Wichtige Hinweise. Der PacoJet ist einfach und unkompliziert zu bedienen. Dabei sollten Sie unbedingt einige wichtige Punkte beachten. Die Portionierung startet erst, wenn das Messer auf Widerstand stößt. Das funktioniert immer, auch wenn der Becher nicht mehr bis zur Füllhöhe gefüllt ist. Sollte die Portionierungsanzeige nicht aufleuchten, könnten die Ursachen dafür sein, dass das Pakossiergut zu weich oder zu viel Zucker im Rezept ist. Das Füllgut muss immer vollständig mit Flüssigkeit aufgefüllt sein. Niemals Spritzschutz und Pakossierflügel auf den Becher auflegen, wenn dieser an der Maschine angebracht werden soll. Beides vor dem Einsetzen des Bechers direkt an der Magnetspitze befestigen. Achten Sie auf hörbares Einrasten. Sitzt der Pakossierflügel nicht fest, kann er beschädigt werden. Bei eventueller Fehlbedienung können Sie jederzeit die rote Stopptaste drücken. Das Füllgut darf nie schräg tief gekühlt werden. Die Oberfläche muss vor dem Einfrieren immer wieder glatt gestrichen werden. Und vermeiden Sie Krater oder Erhebungen. So verhindern Sie Schäden am Messer. Wenn der Becherinhalt zu hart ist oder die Früchte nur wenig Pektin enthalten, wie zum Beispiel Erdbeeren, Himbeeren oder Zitrusfrüchte, kann es passieren, dass es nach dem Pakossieren Pulver gibt. Nach Zugabe von etwas Zuckersirup oder Sahne und Repakossieren entsteht ein cremig-zartes Resultat. Die Reinigung kann nur in Verbindung mit dem Chromstahlbecher erfolgen, sonst wird das Gerät beschädigt. Möchten Sie mehr über PacoJet wissen oder suchen Sie weitere kreative Ideen? Dann finden Sie uns unter www.pacojet.com.